Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen bei uns heute Abend im Labor. Schön, seid ihr da, meine Herrschaften daheim. Ich freue mich sehr, euch heute Abend an diesem Auffahrtstag zu begrüßen. Und wir haben uns eigentlich erlaubt, im Zusammenhang mit dem Viertag so ein kleines Wortspiel mit Auffahrt zu machen. Und haben gesagt, heute ist das Motto von unserer Sendung Auffahrt, auf zu neuen Ufer, auf zu abenteuerlichen neuen Biografien. Ja, und genau über das erzählen bei mir die folgenden Gäste. Auf einem fast schwindelerregenden Weg, ob sie Himmel von der besten Tenor, ist der Gast von mir. Im kommunistischen Albanien aufgewachsen, reissen sich heute die Opernhäuser um. Wenn man die Karriere von meinem nächsten Gast anschaut, dann hat man eigentlich fast ein bisschen das Gefühl, das ist alles ein Märchen. Fast nicht möglich. Er ist im kommunistischen Albanien aufgewachsen, hat als Kind angefangen, Geige zu lernen, bis man entdeckt hat, dass er eigentlich eine wunderbare Stimme hat. Der Pavarotti hat ihn gehört singen und war total begeistert gewesen. Mit 18 ist das gewesen. Und von dem Moment an ist seine Karriere raketenhaft ob sie gegangen. Die Opernhäuser reissen sich um ihn und wir sind ganz glücklich, dass er heute Abend noch so einen kleinen weißen Fleck in seiner Agenda hatte und er mein erster Gast ist. Und ich kann nur eines sagen, das ist ein grosses Geschenk bei dieser Stimme. Herzlich willkommen, Saimir Birgu. Liviamo, liviamo negli eti colici che la bellezza infiora e la fuggevol ora s'inebria voluta. Liviam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amor fra i calici più caldi baci avrà. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Hallo, guten Abend. Traviata war das. Die berühmte Oper. Das kann man sagen. Ja. Und das macht ja doch immer wieder Spaß, auch wenn man sie schon 20 Mal gesungen hat. Muss ich sagen, jetzt für mich ist das 18. oder 19. neue Produktion. Und dann mit vielen Vorstellungen, ich glaube, habe ich in ganzer Welt gesungen jetzt. Aber es ist immer Emotion für solche berühmte Oper. Weil die Leute kennen alle Worte. Und das ist sie und immer trotzdem, schwer. Ja, und trotzdem berührt jedes Mal die Geschichte und die Musik so ja, tief. Immer. Ist so realistisch. Sie kommen gerade aus New York, haben an der Met gesungen mit einem der berühmten drei Tenöre. Und ich frage mich dann, auch wenn diese Karriere so sprunghaft in die Höhe gegangen ist, ist das ein Sonntagsspaziergang, wenn man in New York in diesem Riesenhaus steht und singen muss? Oder hat man auch Lampenfieber? Ich bin ein bisschen emotioniert, wenn ich für mich spreche, weil trotzdem Deutsch ist nicht meine Sprache. Und habe ich auch noch nicht gelernt. Aber wollte ich gern. Das sprechen ist prima. Und ich war in New York letzte Monate und mit meiner Familie. Und in einem Moment habe ich ein kurz Back, wie sagt man? Blick zurück. Blick zurück, der Kopf. Und habe ich mit meinen Eltern zusammen alles, was ist passiert in diesen 10 Jahren mit mir. Und dann habe ich jetzt Schluss. Ich will nicht mehr zurücksehen. Nur weiter, weil war eine tolle Emotion in einer der größten Open House in der Welt, Metropolitan Oper, mit der Placido Domingo, dass ich, wenn ich 14 oder 15, habe ich mit drei Tenoren im Fernsehen gesehen in Albanien. Und dann war ein Traum, dass man ein
jetzt und mit jetzt diesem bin Menschen ich zusammen und singe ich. Und das Problem war, dass er war einer der großen Tenor und hat so schön diese Rolle gesungen. Und das war noch eine Responsabilität. Okay, bin ich eine Metropolitan? Und dann, was passiert? Weil ich bin zusammen mit dem großen Tenor. Und wenn jetzt etwas falsch oder nicht gut, genau, das bin ich immer irgendwas, das nicht stimmt. Das ist ja mal die eigene Disziplin, die es braucht und auch die eigene Anforderung, die man an seine Stimme hat. Aber das Publikum ist ja auch grausam. Es will jeden Ton genau hören. Was gibt das für einen Stress für einen? Ich will nicht sagen Stress. Ist eine Responsabilität. Du musst viel lernen, viel studieren. Jedes, glaube ich, nicht jeden Tag, aber schon. Mhm. Weil wenn du nicht üben, du bist immer mit der Stress der Vorstellung und dann hast du mit Klavierprofessor, du musst immer Vorsicht, dass deine Stimme immer in der gleichen Situation bleibt, weil sonst man kriegt nicht und hast du ein kleines Problem, einen Tag bist du krank, ja, und dann die Leute wollen nicht wissen, was passiert mit dir. Die wollen nur, genau, hören. Sie wollen sehen und hören und ja, haben das ist auch die Responsabilität und ja. Man denkt nicht so viel. Ich glaube, wenn du in der Bühne bist, ist eine andere Emotion. Und dann, du willst nur gut machen. Und dann die Leute verstehen das. Und man versteht immer, wenn du hast das Publikum mit dir oder nicht. Das muss man aber ja, jedes Mal abholen. Metropolitan oder Wien oder Zürich. Wenn wir jetzt doch zusammen noch einmal zurückdenken. Also Sie sind als Junge aufgewachsen in einer Familie. Ihre beiden Eltern waren Arbeiter. Es hat sich viel geändert, die Umstände. Sie haben dann begonnen, Geige zu spielen. Waren die Eltern musikalisch? Die waren überhaupt musikalisch. Das Problem ist, in dieser Zeit war der letzten Jahren vom Kommunismus. Und die Eltern waren noch nicht informiert, dass ich Geige will studieren. Da war ein in der Kindergarten kommt ein Musikant und selektioniert, wer kann. Und das war ganz ja, das nach war, dem war ganz hierarchischen System. Du machst ja, Musik, ja, du machst das und dann in die Fabrik. Und in dieser Zeit, ich wollte gern Piano spielen. Und dann so, nein, du gehst in Violin. Also warum? Nein, Violin so. Und dann haben einen Brief geschrieben nach Hause und ja, dann bin ich Geige. Aber ich habe ein kleiner Sami hat gehorcht und hat gesagt, ja, okay, dann alles, aber war nicht mein Instrument. Ist wie ich habe gewusst vom Kleinen, dass ich irgendwas anderes wollte ich machen. Und dann nach 10 Jahren dann habe ich die 3 Tenoren im Fernsehen. Na ja, das ist mein ich Beruf. Ich will so sein. Haben Sie dann die Geige gerade in eine Ecke geschmissen? Leider ja. Aber Gott sei Dank, dass ich Geige war, weil sonst sicuramente, sage ich auf Italienisch, sicher will ich nicht ein Tenor so schnell mit dieser Karriere sein, weil es ist sehr schwer, du musst sehr guter Musiker sein. Weil eben, die Geige hilft ja, die Intonation sehr, zu üben und deshalb war das ja vielleicht ein Teil Ihrer Karriere, ja, oder, dass ja, Sie da ja, mit diesem ja, Instrument umgehen müssen. Sie sind nach Bozen studieren gegangen. Südtirol. Wussten die Eltern, dass Sie jetzt singen wollen oder haben Sie da ein bisschen geschummelt? War eine komische Situation in Bozen, weil ich bin in Bozen in 2000 war meine Hochschule, sagt man. Und dann bin ich für das Konservatorium in Bolzano. In 2001, 2002 war die Schule fertig, weil ich habe ganz schnell alle Examen gemacht. Ja. Und für meinen Vater war ein bisschen ein Problem, weil er hat gesagt, normale die Schulen sind 5 oder 6 Jahre. Warum bist du mit 2 so ganz schnell? Komisch. Das war ein bisschen komisch. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich ganz schnell auch die Karriere begonnen. Da habe ich Cousine. Aber Sie hatten doch kein Geld von zu Hause. Wie, naja, wie haben Sie die sich Situation, dann über die Runde auch gebracht? Wenn man sehr reich bist, du in Albanien, in diesem Jahr war nicht so viel Geld kompariert mit Europa. Und dann alles, was die meine Eltern haben, die haben mir gegeben. Mhm. Aber da waren 1.000 Euro nach 2 Wochen, da sind fertig. Ja. Du musst, wo haben Sie dann gewohnt? Da war ich bei Salesiani. Bei Salesiani. Im Kloster? Ja. War ein Sie sind anklopfen gegangen, haben gesagt, ich bin ein armer Student, ich brauche ein Bett. Ja,
so. Und die Brüder haben gesagt, kommen Sie rein, Sie sind herzlich willkommen. Das war jetzt nicht so einfach, weil in dieser Zeit war viel Emigration und viel Albaner. Also und Sie mussten kämpfen. Dann habe ich meinen Pass gegeben und dann habe ich auch die La Iscrizione dell'Università. Für die Einschreibung. Ja, das habe ich gesagt, jetzt bin ich jetzt hier und brauche ich ein Bett. Und Sie mussten dann mithelfen, auch im Kloster? Ja, ich habe gekocht. Alles gekocht und Waschstelle gemacht und alles, was eine junge Studentin muss machen. Und dafür gab es dann. Aber das Interessante war, nach ein paar Jahren, in 2004, bin ich mit Claudio Abbado so schnell in Salzburger Festspiele. Ja, dort habe ich Sie gehört. Così fan tutte. Aber da, alle diese Probleme mit meiner Familie waren fertig, weil ich habe meine Mama und Papa eingeladen in Salzburger Festspiele. Also die Eltern hatten das Gefühl, dass Sie ein Drogendealer sind? Nicht Drogen, aber das war so schnell. Man realisiert nicht so viel. Viele sagen, ich habe studiert, ich habe das. Aber gesagt, dann woher kommt das Geld von seinem Geld? Wenn eine Familie nicht so Musiker sind, dann man weiß nicht so. Und die hören so viele Junge, die Probleme haben. Und ich war allein, 80 Jahre alt. 18 Jahre, 18 Jahre alt. Und das ist schon ein Problem für eine Familie, dann den Sohn in ein anderes Land schicken. Dann haben Sie sie an die Festspiele nach Salzburg eingeladen. Wurden Sie dann mit der Limousine abgeholt? Gekommen und die haben ihm gesagt, jetzt verstehe ich schon, dass mein Sohn irgendwas wichtig ist. Sie standen auf der Bühne, wurden bejubelt. Ja, und da war klar. Sie haben einen Zwillingsbruder. Ja, nicht gleich als ich. Aber gibt er manchmal für Sie Autogramme? Na, es ist einmal in Wien passiert. nach der Falstaff-Vorstellung, die Leute hat gewartet für die Autogramme. Und mein Bruder war da. Vor der Garderobe? Er schaut nicht echt wie ich, aber ein bisschen. Man kann schon schauen, dass. Und der Wien ist ein großes Theater, schaut nicht so gut, wer wirklich singt. Sie sind ja auch geschminkt auf der Und Bühne. Einer hat gefragt, wer sind Sie? Also, Herr Birgo. Und dann hat er Autogramme gegeben. Und dann bin ich gekommen. Und er jetzt? Ich bin Herr Birgo, ja. Wir sind zwei. Dann wieder noch einmal. Lebt man als Sänger ein Leben immer in Angst, die Stimme zu verlieren? Muss ich sagen, ja. Aber ich bin, würde ich sagen, ein normaler Mensch. Wollte ich auch so bleiben. Auch wenn das kalt ist oder irgendwas bei mir nicht passiert. Nicht wie den großen Schal und ein Tenor. Ich wollte auch gern in der Straßenbahn oder irgendwas in der Metropolitan gehen und ohne Probleme. Mhm. Weil wollte ich nicht ein Sklave von meiner Stimme sein. Ich will gern singen. Ich meine, ist mein Leben. Aber nicht Sie wollen so, dass. Auch leben. Ja. Das ist sehr wichtig. Macht der Beruf einsam? Sie sind heute in Tokio, gestern in New York, morgen in der Scala. Ich liebe meinen Beruf. Und jetzt in diesem Moment bin ich froh, wenn ich so irgendwo. Ich weiß nicht, was passiert in 10 Jahren. Vielleicht habe ich Familie, Kinder und wollte ich vielleicht gern in Zürich oder Wien oder Albanien bleiben zum Leben und singen auch. Mehr fest in einen Platz. Aber im Moment wollte ich gern. Schauen, was passiert mit meiner Art. Ich hoffe noch viel. Haben Sie zu Hause albanische Lieder gesungen? Ja, viel. Wie klein, ich habe immer gesungen. Nach 3 Jahren immer alles imitiert. Und alle dann gewusst, dass ich irgendwas singen wollte sein, aber war nicht so sicher, dass ich mit Oper zu tun habe. Gibt es noch so ein albanisches Lied, an das Sie sich erinnern? Sie merken, ich schleiche mich an, ich möchte noch etwas hören. Ja, gibt es einen. Ja? Können wir es hören? Ja, bissi. Ja. Du amengese te mait, cur bilbili östi bukur, cur fruneresa e malit, ve bilbili östi skuchur, du alule te fuchese,
nomen Jesu curianum evese, duart artata chupese, che veteme vrati prese. Das ist jetzt wunderbar, unser Flavli. Herr Birgit, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da gewesen sind. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Traviata jetzt hier in Zürich. Und mit so einem schönen Abschluss, sozusagen Schlaflied, das wir bekommen haben, möchte ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche wieder. Jetzt kommt aber zuerst noch das NZZ-Format. Und ich freue mich, wenn ihr die Sendung, die man nicht nur aus Langweile schaut, auch nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Dann haben wir weitere Überraschungen. Ciao zusammen, schlafen gut.